Franzosberg, Kana. Oh, ist das schwer. Wir haben dieses Spiel gefunden. Spielst du eine Runde mit uns? Oh, das Schlossspiel. Ich liebe es. Und eine Pause kann nicht schaden. Hey, spiel doch mit. Wir machen später weiter. Lass uns doch erstmal die Arbeit erledigen. Genau. Spielfiguren auf einem Spielbrett verschoben. Ich habe das Spielbrett vor langer Zeit mit einem Zauber belegt, um Yuthas Vorfahren, den Betrüger Artemus von Pendragon, in eine Falle zu locken. Sehen wir aus wie Artemus? Jetzt lasst uns gehen. Das ist unwichtig. Wenn ihr aus dem Spiel aussteigen wollt, müsst ihr 8 Schlüssel auf dem Schloss finden. Viel Glück! Sie sprach von 8 Schlüsseln. Erstmal brauchen wir einen, um hier herauszukommen. Hätte ich geahnt, dass ich wegen des Spiels in einem Kerker mit Mäusen lande, hätte ich lieber mit den anderen Kisten geschleppt. Ich habe den Schlüssel gefunden. Oh nein, es sind Runen. Ich bin aber nicht sehr gut in Runenschrift. Das da ist Gebo. Ich glaube, das bedeutet Geschenk. Wen interessiert die Bedeutung von Runen? Hä? Es sind einfach Schlüssel und jetzt suchen wir das Schloss. Gut, solange wir kein Schwert haben, nehmen wir das hier. Wartet mal, wir haben Runen gebraucht, um aus dem Kerker zu kommen. Bestimmt brauchen wir auch welche, um hier rauszukommen. Suchen wir also. Hier solche Fallen aufzustellen. Skinigar Sigunatu. Sigar Sigunatu. Oh, ich kann es sehen. Die Urahnen der Tentageless hat das Spiel mit einem Zauber belegt. Das ist ihre Handschrift. Die Tentageless! Noch eine List, um mir den Thron zu rauben. Schafft mir sofort den Crane her! Sollten wir unseren Freunden nicht helfen? Der Finger weg! Ich will nicht noch 2 Knappen verlieren. Ihr begleitet Meister Ulfin. Der Raum ist doch leer. Wo verstecken sich denn hier neue Runen? Ich glaube, hier könnte was sein.
Gewonnen! Da ist der Ausgang! Nein! Uns fehlen noch zwei Runen! So was Blödes. Was ist das denn schon wieder für ein Zauber? Ich schwöre euch, Majestät, ich habe nichts damit zu tun. Und wie erklärt ihr die magische Signatur eurer Urahnin auf dem Spiel? Oh? Redet ihr über mich? Und worum geht's? Deine unüberlegte Zauberei bringt uns in Verlegenheit. Bitte befreie Juthas Schützlinge wieder aus dem Spiel. Entschuldigt sie. Sie ist alt und nicht ganz mein Trost. Das Verschwinden der Göhren hilft uns, Jutha zu entthronen. Das solltest du besser ausnutzen. Genau wie ich gedacht habe. In den Kerker mit ihr sofort! Mister, wie ich schon sagte, mir reichen vier vermisste Personen. Zu den Fenstern zu rennen war keine so gute Idee. Du hast recht. Ich habe das Schloss in meinem Spiel mit einem unsichtbaren Schild umgeben. Und nach dem dritten Fehler sitzt ihr hier leider fest. Und zwar für immer. Verlieren wir keine Zeit. Igraine? Was machst du denn hier? Ich bin hier, um euch zu helfen, hier rauszukommen. Was für eine Lüge. Madame hat nur Angst, in den Kerkern von Camelot zu landen. Jutha denkt, ich stecke mit meiner Urgroßtante unter einer Decke. Vielleicht zeigt er sich gnädig, wenn ich euch helfe. Und was machen wir jetzt? Uns fehlen noch zwei Runen, um den unsichtbaren Schild zu deaktivieren. Zu viert sollten wir das schaffen. Das ist doch dein Zuhause hier. Wo sind sie also versteckt? Seht euch das an. Ich glaube, die Runen sind hier. Mit den Händen geht das nicht. Wir brauchen Wasser. Aus dem Weg mit euch! Wir haben alle gefunden und kommen nicht raus. So eine Greifenkacke! Oh, diese Runen waren die Schlüssel für uns, um bis hierher zu kommen. Und jetzt passiert nichts? Sie müssen doch zu was gut sein. Eine Idee? Jedes Zeichen steht für ein Wort und einen Buchstaben. Das hier ist Niedes, das N. Und das hier ist Gebo, das G. Dieses Zeichen ist T, Taiwats. Das bedeutet Krieger. Ich erinnere mich daran, weil es wie ein Pfeil aussieht. Und das hier? Oh, verflixt. Offensichtlich bin ich noch nicht so weit in Runenschrift. Ich hab euch doch gesagt, vergesst den Mist mit der Bedeutung. Sagt ihr das denn gar nichts? Doch, ich weiß. Das Ganze erinnert mich an einen alten Familienreim. Taiwas Izinjedis, Taiwas Ansus Gebo, Eivas Lagu. Wenn ich mich nicht irre, haben wir hier das T, das I-N-T-A-G-E-L. Die Runenfolge bedeutet Tintagel. Von wegen, vergesst den ganzen Mist mit der Bedeutung. Jetzt müssen wir nur noch das passende Schloss finden und deaktivieren den unsichtbaren Schild. Vielleicht ist es auf dem Boden versteckt, unter dem Eis. Und zusammen. Hoffentlich klappt es. Wir haben das Spiel doch gewonnen. Warum ist denn hier immer noch dieses Eis, hä? Weil wir noch durch das Tor da gehen müssen. Und was sagt ihr zu meiner letzten kleinen Zauberei? Ich hatte ganz vergessen, wie es ist, einen Körper zu haben. Das ist der Moment. Nichts wie weg! Ich habe alles versucht, um das Spiel zu entzaubern, Zier. Nichts hilft.
Wir brauchen ein Wunder. Oh, geht es euch gut, Kinder? So ein Abenteuer, aber ich bin froh, wieder hier zu sein. Ich habe verloren und will nie wieder irgendwas von diesem blöden Spiel hören. Der Zauber ist aufgehoben. Bring sie in den Kerkerhof. Sieh, Egrain hat uns dabei geholfen, das Spiel zu verlassen. Und ich, hätte ich das Spiel nicht gefunden, würde es noch immer in den Kellern von Camelot schimmeln und nichts wäre passiert. So sei es. Ich begnadige Egrain Tintagel. Majestät, eure treue Botschafterin ist bereit, um euch zu dienen. Es kann ja nichts mehr passieren. Jemand Lust auf eine Partie? Oh nee. Für heute habe ich wirklich genug gespielt. Oh, wirklich eine tolle Folge. Ob es wohl schon weitere Folgen von uns gibt? Sag mal, Ulfin, das weißt du nicht? Alle neuen Folgen gibt es ab sofort in der ARD-Mediathek. Oh, ein wirklich toller Tipp.